Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Trails in World 4. Wir spielen das Szenario Blockbuster. Und wir sind in Amerika unterwegs. Heute arbeiten Sie an einem Filmset für einen kommenden Actionfilm. Fahren Sie mit diesem Zug zum Set und warten Sie auf die Anweisung des Regisseurs. Ja. Sind eine amerikanischen Schleuder hier drin. Metrolink. Ja, schön ist ein bisschen was anders. Aber ist natürlich auch Geschmackssache. Nicht so ganz mein Fall. Und wie man hier mal aufrüsten, Führerschein aufrüsten, Einstellung, Generator fällt ein, Spitzensignal ist Hell- und Zusatz, Richtungsender ist drin, Bremse einmal angeschlossen, vorwärts und einmal lösen. Sehr gut. Na komm, löse dich. So, gut genug. Also, Leistung. Bekommen wir auch. 5 Meilen pro Stunde hier. Das ist aber langsam. Handweichen habe ich jetzt natürlich nicht geprüft. Ach, dann werden wir halt mal ein bisschen auffahren hier. Oder für einen Helikopter. Aber ich sehe ihn nicht. So, genau 5 Meilen. Na, wann macht's Klack? Wow, habt ihr gesehen, wie der da in die Weiche da so reingefahren ist, also in die Tafel da? Den Abstand hier nicht so geil. So, noch mal schauen, freie Kamera. Kann ich. Ach Gott, für hier ist es eh schon zu spät. Kann ich? Oh, machen wir es wenigstens hier richtig. So. Okay. Dann sollte das passen. Oh, was kann man eigentlich hier so Schönes anstellen? Sonnenblende. Sehe ich ja gar nichts mehr. Komm, geh wieder zurück. Dankeschön. Belüftung. Was haben wir hier? Sind die ganzen Sicherungen. Oh, TMS lassen wir mal aus. So, jetzt nach hinten. Notbremsventil hier. Warum ist das hier hinten? Total unpraktisch. So, nach wie vor 5. Und da links ist irgendwie total Platzverschwendung. Kannst du höchstens einen Koffer oder sowas hinlegen für dich. Oha! Komm doch! Wieder sogar am Start. Nice. Oh, für uns geht's hier gerade aus. Alles klar. Wir sind ja nach wie vor im Leerlauf. So, der Kollege. Der funktioniert leider nicht. Hier kann man auch nichts machen. Ordensleiter. Ist auch alles weg. Widerstandsbeleuchtung. Zugbegleiter rufen. Gibt es dann Ton? Nö. MU Stop. DVR-System. Push to Test. Geht auch nicht. Oh, Hamburg. Ansonsten, was haben wir hier? Das sind nur die Statusanzeigen. Scheibenwischer. Zugstoppbestätigung, Makrofon, Sandsteuer, Pedal. Ja, ist eigentlich ziemlich überschaubar hier drin. Sind das Kameras? Moment mal. Oh, Widerstandsbeleuchtung. Ein. So, wir können mal ein bisschen schneller fahren. Warum sind hier 2 Kameras? Ist überhaupt nicht die Überwachung hier drin. Alter, das ist auch wieder so ein langer Güterzug hier. LA Union Station 50 dürfen wir. Na gut, machen wir mal ein bisschen Gas hier. Jetzt machen wir ankommen. Ho,
Schaut euch das mal an. Wir sind in Amerika und da hat es eine Oberleitung. Für die Straßenbahn, glaube ich, hier. Ich schaue jetzt zu wenig aus in L.A. Aber die sind auch mal unterwegs, modern unterwegs. Södele. Wollen wir mal wieder runterbremsen. Ciao, Kollege. Das könnte sich gerade noch ausgeben mit die 25. Okay, da ist das X. Und wenn da hinten 25 draufstehen. Nee, doch nicht. An was genau soll ich jetzt hier bitte festmachen, dass da 25 ist? Ich bin da echt nicht gut. Einfach mal die ganze Strecke. Oh yeah, lecker Tag. Breaking Bad lässt grüßen. Ah, Hamburg. Moin moin. Ah, das ist auch so ein Bahnübergang, jetzt nix hier rein. Guck mal, für so eine Stromanlage da hinten ist irgendwie wenig Leitung dahin. Ach, Details, ne? Ich glaube, hier könnte man mit dem Güterzug ein bisschen Spaß haben. So im Freeplay, zum Sachen hier mal abstellen. Wäre da auch mal was für die Zukunft. Oh, ich bin zu schnell. Da, die ist nicht so gut. Und dann eine Meile pro. Okay. Die schon mal blinken. So, bremsen wir mal ein bisschen runter, wenn hier 12 ist. So langsam. Wo ist der Helikopter? So, 14, 13, das muss reichen. Boah, ich glaube, in Amerika würde ich Kirre werden mit den ganz langsamen Gleisgeschwindigkeiten hier. Aber auch. Schilka gar nichts. Da mag ich halt England, dass das jetzt schön ersichtlich ist, wie schnell man fahren darf. Jetzt da nicht ernsthaft eine Meile pro Stunde, das kann ich doch nicht fahren. Hey, da ist die Oberleitungsstrecke wieder. Es sieht noch Stellberg aus. Bisschen groß für hier. Ah, da hinten ist die Abstellung. Los, also Geschwindigkeit 12, wunderbar. LA Union Station. Das sind aber sehr niedliche Signale hier. Ach so, der Prellbock hat eine 1. Kann man so auch machen.
Ach, schade, dass hier nichts rumfährt. Aber ist die Strecke... Also, würde ich da auf was spawnen drauf? Sie ist zumindest einzeichnet. Ist doch nicht sehr lang. Also Güterzug-Kollege hier. Ach, schade. Die interessanten Sachen hier haben sie abgeschnitten. So, ich würde mal sagen, wir bleiben stehen. Warten ein bisschen, bis er stehen bleibt. Okay, der Regisseur ist bereit, eine Probefahrt mit dem Zug zu filmen. Wechseln Sie den Führerstand und fahren Sie den Zug in die Startposition. Ja, machen wir doch. So, wir machen mal volle Bremsung. Machen hier getrennt. Und gehen hier F aus. Das ist neutrale Position. Das ist noch ein zweiter. Oder wo ist neutral? Bin wieder lösen. Ach da. So, Richtungswender neutral. Nehme ich dich mal mit. Warum muss ich jetzt hier die Treibstoffpumpe ausmachen? Na, okay. Führerstand aufrüsten, aus, Motorlauf fahren, aus. Okay, da werde ich alles auf aus haben. Alle klar. Zugspitzensignal dimmen aus. Schon seit lang aus. Ist jetzt aus, sieht da vorne. Ja. So gut. Dann einmal hier raus. Das war's dann. Wir könnten eigentlich mal schnell den Wagen hier angucken. Ja, ziemlich kompakt hier alles. Also, es ist halt schon ein bisschen eng hier. Also in der Rush-Hour machen die Wagen bestimmt Spaß. Und dann das gleiche nochmal. Ja, maximale Ausnutzung vom Platz hier. So, einmal komplett durchlaufen. Und das da wird vermutlich schon unsere Lok sein. Ja, jetzt hier aufmachen, ne? Okay, machen wir hier wieder zu, dann gehen wir halt über die Tür raus. Weil wir nicht durch die Lok gehen können. So, gehen wir dazu. Es ist schon ein wenig laut hier. Naja. So. Hallo? Okay, weniger laut. Ja, das sieht eigentlich so... Das ist neu. Okay. Cool. Cool, 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 cool. Einmal reinsetzen. Okay, also Fuel Pump machen wir an, Generator Fault, Engine Run ist an. Oder Zugspitzensignal dim. Hinten lassen wir mal so. Vorwärts. Windschutz, Widerstand, okay. Bremsmodus Test nachziehen. Fahrgas. Und lösen. Okay, irgendwas vergessen. Vorne. Warum sind die roten Sachen hier noch mit an? Warte mal, hell und hell mit Zusatz. Wo ist ein Zugschluss an? Wo ist denn das hier? Ist es hier hinten vielleicht? Jetzt so ein Zwischenstopp aus. Moment, was ist das dynamische Bremstrennung angeschlossen? Ist unsere Erkennung. Stufenbeleuchtung, aber Nummertafelbeleuchtung machen wir mal mit an. Bahnkastenbeleuchtung brauchen wir nicht.
Ja, keine Ahnung, wie ich da die roten Lichter wegkriege. Das erste. Wie würdest du denn hier einen Zugschluss einstellen? Sind die hinteren Emergency Fresh Air Damper? Okay, na, was soll's. Wir fahren mal los. Oder erstmal Bewegung? Nee. Und ja, hier haben wir eine Kamera. Klingt wie eine Elektrolok. Vorne ist rot. An einem Ort anhalten. Startpunkt 700. Voll der schräge Sound. Okay, er ist hier am Blinken. Und irgendwo da hinten gleich rot. Ich bremse mal ein bisschen. Wo ist... Ach so, da vorne. Mensch, das triggert mich jetzt da mit dem roten Licht. Hauptsache, hier drin gibt es keine Spycam, nur nach draußen. Also wir dürfen hier noch drüber fahren, aber warum zeigt er da gelb und rot an? Verstehe ich gerade nicht. Kann man hier noch irgendwas einstellen? Kombihebel, Bluetooth Controls. More Choices. Geht natürlich nicht. Depart, Map not available. Ich habe nichts gemacht, ich bin unschuldig. Ich würde mal sagen, das Rot ist jetzt hier falsch angezeigt. Ach ne, davor muss ich anhalten. Das ist ja da schon. Da ist Rot. War schon richtig. Wow. Also grundsätzlich, der Abstand ist schon ein bisschen gering. So, wir bleiben stehen. Und das ist auch das Scheiße für den Film, wenn da vorne rot ist. In der Szene muss der Zug mit dem Stunt-Auto mithalten. Fahren Sie mit hoher Geschwindigkeit und passieren Sie jede Markierung gleichzeitig mit dem Auto. Fahren Sie los, sobald der Regisseur grünes Licht gibt. Okay. Das werde ich bestimmt verkacken. Grün haben wir schon mal. Nicht rückwärts rollen. Fertig und sag los. Geil. So, komm. Gib Gummi. Bin ich ja mal gespannt. Aha. Na, 25 dürfen wir hier. Da vorne an 30. Ja, mal schauen, ob dann so Explosionen und so weiter kommen wird. Oh, wir haben mal 25. Ach, da ist ja auch eine Kamera. Oh geil, der hat sich sogar bewegt. Ist das Auto?
Irgendwo da unten. Ja, da ist es. Okay, wir sind immer ein bisschen schneller als das Auto. Und das Auto ist so ein bisschen im Boden gesunken. Und jetzt ein Checkpoint. Ja, das Auto wird schneller. Wir geben mal Gas. Ah, wie geil. Okay, wir sind soweit parallel. Sehr gut. Oh, ich bin zu schnell. Nochmal ein Leerlauf drin. Sehr geil. Einmal auf der Seite da entlang fahren. Scheiß Kamera! Mann! Komm, Auto, gib Gas! Da ist der Helikopter! Hätten wir das. So, ich muss hier langsamer werden. Perfekt, die Fahrradregisseur ist zufrieden und bereit, die Szenen zu filmen. Gehen Sie zurück zum Startpunkt und bereiten Sie sich noch einer weiteren Fahrt vor. Ja, gut. Bin schon am Bremsen. Aber ich hoffe, der Ton war da jetzt nicht gerade ein bisschen abkackt. Ich habe da gerade eine Tonwarnung gekriegt. Ich habe das Spiel mal dezent leiser gemacht. So, Leerlauf. Mal wenigstens keine Geschwindigkeitswarnung fürs Erste. Mann, das triggert mich so. Das gibt's doch nicht. Du musst doch einen Schalter für das haben. Zwischenstopp aus. Das Signal hinten aus. Keine Ahnung, wo das ist. So, wir können da mal anhalten. Da steht interessanterweise schon eine Kollege. Moin sehen. Okay. Dann. Nein, nicht lösen. Du musst die Neutrale lösen. Bin ich jetzt doof? Da ist die Neutrale. So, nachziehen. Ah naja, auf Test will das haben. Okay. Neutral. Einmal weg hier und auf aus. Oder hat er da irgendwie ein Problem, dass ich beim Steuerbock vielleicht was falsch eingestellt habe? Er scheint erstmal hier zufrieden sein. So, Steuerwagen. Nein, Tür. Hallo? Tür. Ja, hallo? Hallo? Ah.
So. Geht doch. Söderle. Moin. Gutes Gespräch. Das sind dicke Leitungen hier. Ich auf beiden Seiten. So, einmal nach vorne. Ob in den Spionageführer stand da. Der, bin auf. Über Break Cover and Pull Ring. Okay. Ne, kann ich dich wieder zumachen? Danke. Ah, gut. Machen wir dann halt vom Führerstand. Da wäre auch noch ein interessantes Panel. So, wieder hinten rein. Südle. Dann das Ganze nochmal. Einschalten, einschalten, einschalten und einschalten. Zusatzlichter dimmen und Zusatz, glaube ich, war das. Gibt's gar nicht, einfach nur dimmen. So, einmal rein, vorwärts, dann angeschlossen, wunderbar. Ja, ein bisschen runter hier. Irgendwas vergessen? Nö. Mal kurz nach draußen schauen. Da ist jetzt gut. Ja, jetzt passt natürlich auch hinten. Okay, beide verriegeln. Komm, geh zu. Sehr gut. So, Abfahrt. Wieder rein in die Union Station. Für die zweite Actionfahrt. Was sagt's? 50, 25, 50. Ja, alles klar. Kriegen wir hin. Aber der Verkehr ist heute ein bisschen überschaubar in der Union Station. Außer sie haben heute für das Filmevent ein paar Züge ausfallen lassen. Meilen pro Stunde. Warum hat man auf der falschen Seite? Jetzt zumindest jetzt schneller als wie beim ersten Mal. Eigentlich eine seitliche Cam. Naja. Hätte ich eigentlich auch nutzen können. Südle, E-Bremse, komm mal wieder rein. Ich glaube, ich brauche da ein bisschen mehr Schmackes in der E-Bremse. Sehr gut. Ja, hoffentlich kommt dann ein bisschen mehr Action mit diesem Actionfilm da. Bestimmt der neue Need for Speed 20. Warte mal, nicht was mit The Fast and the Furious 20. Boah, wie viele Teile gibt es davon jetzt eigentlich schon? Also am Anfang, die ersten Teile waren ja schon noch irgendwo cool. Aber dann wurde es dann halt irgendwo verrückt mit Weltall und Co. Also. Naja.
Geht es nur darum, immer mehr Action zu zeigen und noch abgedrehtere Fahrzeuge irgendwie reinzukriegen. Also, Das gleiche auch bei den ganzen Marvel-Filmen. Also, ist schon unglaublich, wie man da das Franchise ausschlachten kann. Aber die Superhelden müssen sich eigentlich auch was denken, was von Jahr zu Jahr, ganz große Katastrophe. Und dann denken sie, ja, Katastrophe vorbei und jetzt ist wieder Ruhe. Nein, natürlich nicht. Kommt gerade nächstes Jahr die nächste Katastrophe. In anderer Form. Also alle irgendwie die Welten zerstören wollen oder sonstiges. Oh, da steht ja einer. Wahnsinn. Ach, wartet er auf mich? Nee. Oder vielleicht doch? Könnte schon sein. Bei dem ist es vorne aber auch rot. Oder fährt der ein? Oder ist es ein Bug? Oder ein Feature? Keine Ahnung. So, bremsen. Dick zu schnell. So. Das muss reichen. Oh, geht's diesmal auf anders Gleis? Ja, sieht so aus. Bisschen Abwechslung hier. Oder auch nicht. Ja, doch. Doch ein anderes. Sehr belebter Bahnhof hier. Boah, also bei dem Kleinen muss man echt aufpassen, dass man nicht dagegen läuft. Ein bisschen unglücklich platziert, das Ding. Polizei hat auch hier Spaß hier. Dödele. Du, ein Stückchen noch. Mille. Oh, haben wir rein die Bremse. Okay. Bezüglich dem da. Zu Spitzensignalen zusätzlich stimmen. Weißt du was? Ich lasse es mal aufgedimmt. Nur für den Test mal. So, du bist ja in neutrale Position. Einmal wieder trennen hier. Die nehme ich auch mit. Ciao. Hier wieder alles aus. Okay, dann sollten wir hier eigentlich nichts vergessen haben. So, ne. Einmal raus hier, bitte. Ah, oh, bisschen ungünstig hier. Kann ich da runterlaufen? Muss ich gerade mal ausprobieren. Oh, das geht.
Da sind sogar Leute. Krass. Da kommt sogar jemand vom Bahnsteig. Wahnsinn. Die waren vorher aber noch nicht da. Sedalem. Alle in die Filmlok hier. So. Unser Spaß hier gleich wieder. So. Ein. Sagen wir mal. Dimmen. So. Einmal hier rein. Vorwärts. Person Fahrgast. Einmal lösen. Irgendwas vergessen? Nee. Ist immer noch rot. Ja, also irgendwas, glaube ich, mache ich da falsch mit den Lichtern. So, Leistung. Mit auf die Pole Position da vorne raus. Also wenn jetzt jemand weiß, was ich da gerade falsch mache mit den Lichtern, gerne in die Kommentare reinschreiben. Naja, ist wie es ist. So, Leerlauf. Die kleinen Signale sind bestimmt super im Nebel. Ja, so vielleicht ein bisschen bremsen. Ich vermisse hier drin so ein bisschen die Leistungsanzeige. Kann man sich doch bestimmt... Oder warte mal, ist das das hier? Soll mal darauf achten, das nächste Mal Gas gibt. Moin, Kollege. Oder da geht sogar was. Wahnsinn. Ich möchte jetzt da ja nicht über Rot drüber kacheln. So, dale. Wir werden da. Die gesamte Crew ist in Position und bereit zu filmen. Halten Sie mit dem Standard Schritt und passieren Sie die Markierung wie zuvor. Der Regisseur wird jeden Moment mit dem Countdown beginnen. Okay. Steigen wir hin. Warum ist es jetzt da hinten? Ich dachte, das Auto startet da vorne. Da sage ich jetzt nicht, dass... Nein. Eins. Los geht's. Oh, cool. Ah, jetzt passt es wieder. Ich wollen wir mal. Haben wir vielleicht dann die Ansicht hier. Oh, vorne gleich 30. Passt. Das ist die Leistungsanzeige hier. Alle klar.
So, raus hier. Na, Goliji, fährst du? Ah, ich glaube, er bewegt sich. Ist schon irgendwie cool. So, ich werde meine wenig Gas geben. Also nämlich den Waydriver, der meine Geschwindigkeit ungefähr sagt. Okay, er kommt. Ob sie da jetzt wirklich Explosionen und so einbauen? Ich weiß ja nicht. Ja, geil. Ich muss Gas geben. Oder auch nicht. Also das ist langsam. Wir sind gerade momentan an die 30 dran. Kommt da noch mehr? Okay, Helikopter kommt wieder. Nein, ich sehe nicht mehr. Nein, ich bin zu langsam. Na komm, in alle Explosion. Ach Mensch. Oh doch. Okay, wären wir jetzt drauf gewesen, wären wir dann mitten in der Wolke drin gewesen. Naja. Aber cool. Cool. Definitiv mal was anderes. Schön, schön, schön. Okay, an Motor halten, Haltepunkt. Da vorne. Gleicher Punkt wie vorher? Ah, ich vermute es mal. 23. Also wir sind drin. Hauptsache das Auto ist noch markiert. Ja, sehr cool. Ah, das erinnert mich an das eine, den Russenzug-Simulator da. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Wo du dann ja trinken kannst, wo dann die Mafia da ist, wo du dann Strecken sprengen kannst und so weiter. Und wenn der draußen ist, das spielen wir mal. Das wird verrückt werden. So, dann hätten wir das. Oder müssen wir jetzt noch irgendwo hinfahren? Ich glaube ja nicht. Das war ein bisschen zu viel. Macht die ihn echt out? Dieses Anfahrgeräusch? Das irritiert mich total. Ach, das sind die Spycams. Sieh es erst. Komm mal, also hier auch. Södere. Halt, der Lauf. Und fertig, gut gemacht da draußen. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Ja, ich glaube, die Ansicht ist jetzt, glaube ich, nicht so aussagekräftig. Jetzt können wir. Ja, Speed Violations ein paar Mal.
Naja, nicht so schlimm. Das war immerhin für einen Actionfilm. Geschwindigkeitsbeschränkung minus 530. Ach, was harter Aufprall wird jetzt auch mitgewertet. Zug ungesichert verlassen. Mir bestimmt nie passiert. Naja, okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, in der Aufnahme war der Ton okay. Ist an der einen Stelle, was von mir mal rot worden ist. Muss ich mal im Edit nachschauen, aber hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Also, ciao, ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist.